Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Fire Emblem Path of Radiance. Im letzten Part haben wir im Auftrag von Kaiserin Tsanaki einige Waren zurückerlangt. Allerdings wollte man uns nicht genau sagen, was da so hinter steckt. Also ich sag ja, Benyon hat vermutlich auch ein bisschen Dreck am Stecken. Mal gucken, ob wir dem Ganzen nach und nach auf die Schliche kommen werden. Aber ja, wir schauen jetzt erstmal, ob Tsanaki eventuell zu irgendeinem Entschluss gekommen ist, ob sie Lincia helfen möchte, denn letztendlich haben wir die ganze Zeit eigentlich nur drauf gewartet und uns dementsprechend auch ein bisschen mit der Mission beschäftigt. Dann schauen wir doch mal. Kapitel 15 – Wilde Tiere. Schloss Kilvas. Oh, ist doch der junge Prinz von Serenes. Willkommen, willkommen, willkommen. Nealucci, ihr seht gut aus. Und ich fühle mich auch so, seid gedankt. Dieser alte Rabe ist rüstig wie immer. Aber sagt, wie geht es eurem Vater, König Lorazi? So wie immer, seit jenem schrecklichen Tag hat er das Bett kaum verlassen. Er steht immer seltener auf. Oh, das überrascht mich nicht. Innerhalb weniger Tage hat er seine Familie, seine Freunde und fast sein ganzes Volk, fast alles verloren. Ja. Und doch sind wir reich gesegnet, dass ihr noch unter uns weilt. Prinz Rayson, wenn es etwas gibt, was dieser alte Vogel hier für euch tun kann, dann zögert nicht darum zu bitten. Vielen Dank, ich schätze eure Sorge und Freundlichkeit. Tut mir leid, dass ihr euch warten ließ, Rayson. Nealucci. Ihr könnt ihn später noch mit antiken Geschichten aus eurer Jugend aufhalten. Lasst uns jetzt bitte allein. Ja, ja, natürlich. Ich bin sicher, ihr habt viel zu bereden, viel zu sagen. Ich verlasse euch sofort. Bitte, Prinz Rayson, fühlt euch ganz wie zu Hause. Ah, der alte Nealucci mochte das Haus Serenes stets leiden. Als er hörte, dass der weiße Prinz persönlich uns besuchen würde, konnte er seine Freude kaum verbergen. So, Prinz, nun erzählt, was los ist. Wir haben euch schon lange nicht mehr hier gesehen und ich bin natürlich neugierig auf eure Beweggründe. Eure Haltung in der Konferenz in Goldoa hat mein Interesse geweckt. Was habt ihr vor, Nesala? Warum habt ihr Tiban provoziert? Dafür seid ihr den ganzen Weg hierher gekommen? Das ist nicht euer Ernst. Macht euch nicht über mich lustig, Rabenkönig. Tiban ist der Beschützer meines Vaters. Wäre ehrlich gewesen, wäre das Haus Serenes selbst untergegangen. Ich werde es nicht dulden, dass jemand ihn beleidigt. Auch verstehe, euch mit einem alten Weggefährten zu verbünden, schließt euch lieber mit einem neuen Schutzherrn zusammen. Das ist wirklich ein unglückseliger Wechsel der Einstellung. Ich denke, erinnert euch noch gut daran, dass ich es war und nicht Tiban, der euch beschützt hat, als ihr und eure Schwester jung wart. Jede Änderung in meiner Einstellung habt ihr euch selbst zu verdanken, Nesala. Nach all dem habt ihr, mein alter Freund, weiter mit meinen Feinden Handel getrieben, mit Menschen. Wenn ihr diesen Weg verlassen würdet, könnten wir mit Sicherheit wieder die Beziehung aufbauen, die wir zwei einst hatten. Oh nein, das könnte ich niemals tun. Wisst ihr, ich brauche die Menschen, um meine Ziele zu erreichen. Ihr habt euch verändert, Nesala. Wenn dies der Weg ist, den ihr gewählt habt, habe ich nichts mehr zu sagen. Ich bezweifle, dass ihr jemals verstehen werdet, was es heißt, Kilvas zu schützen, Prinz. Ein ganzes Land zu beschützen. König Nesala, Herzog Thanas vom Imperialen Senat in Benyon ist eingetroffen. Bittet ihn herein. Euer Majestät, gerade eben bin ich einem wunderschönen Wesen begegnet. War das ein Adliger von den Serenes? Heißt es nicht, sie wären ausgestorben? Und wenn es so wäre? Au, oh, hatte ich also recht. Wunderbar, meine Augen haben mich nicht betrogen. Diese glanzvollen weißen Schwingen, dieses wunderbare Haar, glänzend wie aus Gold gemacht. Das ist die Schönheit in ihrer reinsten Form. Herzog Oliver, könnt ihr nun bitte zum eigentlichen Anlass unseres Treffens kommen? Wie ihr es wünschtet, haben wir verschiedene Kunstgegenstände von den Schiffen Herzog Gados an uns genommen. Ja, ja, und ihr werdet dafür entlohnt, wie versprochen, aber da gibt es etwas, das ich unbedingt haben muss. Wirklich? Ein weiterer Auftrag? Was können wir denn diesmal für euch tun? Vielleicht noch mehr Kunstgegenstände? Oho, etwas viel Atemberaubenderes.
und wenn ihr den Auftrag annehmt, werde ich die Summe für euch verdoppeln. Das ist wirklich großzügig. Sagt mir, was ihr begehrt. Was ich begehre? Aber das wisst ihr doch genau. Und da sind wir wieder in Benyon. Das Treffen mit der Hohepriesterin war schon in Ordnung. Aber sie hat uns nur bezahlt und uns eine andere Aufgabe gegeben. Sie hat keine Fragen beantwortet. Ich frage mich, was ihre Pläne sind. Diese Waren. Ich kann mir nicht helfen. Ich habe nach wie vor das Gefühl, dass sich in den Kisten Lebewesen befanden, aber was würde die Hohepriesterin damit wollen? Das weiß ich nicht. Titania, sind alle Adligen so wie sie? Sie haben für die kleinste Kleinigkeit Protokolle und Formulare. Und wenn sie den Mund aufmachen, verwirren und langweilen sie. Aber Ike, wir kennen doch auch Adlige, die ganz anders sind. Prinzessin Elincia, der König von Gallia und auch der Prinz der Drachen. Jeder von ihnen ist nett und freundlich und es ist nett, sich mit ihnen zu unterhalten. Vielleicht ist das arrogante, rüde Verhalten typisch für die höheren Schichten unter den Beok. Prinzessin Elincia wuchs unter besonderen Bedingungen auf. Vielleicht ist sie deshalb so anders. Pah, ich würde mich niemals in der Kultur der Beok-Adligen wohlfühlen. Und da haben wir auch den Schlachtreport. Oh, wir haben gut was eingenommen. Ja gut, Sanaki hat uns bezahlt für den Auftrag. Sie hat zwar nicht gesagt, wie viel, aber offensichtlicherweise ein bisschen was. Bisschen Bonuserfahrung, Kampferfahrung, Held Ike, Neuzugang, wer auch immer. Keine Verluste, ja, das lief auch eigentlich ziemlich gut. Alle waren in Bestform. Ja. Was ich auch mal kurz erwähnen möchte, ich finde den, ich sag mal, Spannungsbogen in Anführungszeichen in dem Spiel eigentlich ziemlich cool. Dass du wirklich als kleiner Söldner anfängst und einfach hier und dort ein bisschen aushilfst. Dann kommt natürlich dieser ganze Höhepunkt mit Greils Tod, Elincia, die auftaucht. Und dann haben wir auch plötzlich wirklich eine greifbare Aufgabe tatsächlich. Reisen nach Gallia, lernen die Lagus kennen, reisen nach Benyon. Also ich finde schon, dass sich das ganz schön so durchs Spiel durchzieht. Nur ich glaube, man merkt auch langsam, klar gibt's Höhepunkte, wie gerade schon erwähnt, oder auch mit dem Schwarzen Ritter. Aber ich finde, man merkt auch, dass da viel Story irgendwo im Hintergrund abläuft. Ich meine, die Lagus sind alle sehr unterschiedlich. Also ich finde, der König von Gallia ist noch eigentlich sehr offen den Menschen gegenüber, während die Raben sehr, sehr zwielichtig wirken und die Falken sowie die Serenes oder Racen, mehr haben wir ja nicht kennengelernt, wirklich voller Hass gegen Benyon für das, was scheinbar passiert ist, weil Benyon offensichtlicherweise deren Heimat zerstört hat vor einigen Jahren. Und dann diese Sachen, dass in den Kisten vielleicht Lebewesen drin waren und die Ungezähmten. Also ich habe mir damals gedacht, irgendwie ist Benyon nicht ganz koscher, als wenn die immer noch Sklavenhandel quasi betreiben und dass die Lagus quasi im Recht sind, dass sie so einen Hass gegen die Leute aus diesem Land verspüren. Aber es ist alles noch so ein bisschen unklar, sag ich mal, wie das so alles zusammenhängt, ob es jetzt wirklich in Anführungszeichen so einfach ist, von wegen Benyon auch böse, Lagus im Recht. Ich weiß nicht, was da so mit reinspielt, gerade weil ich Sanaki doch eigentlich ziemlich aufrichtig fand damals. Also wie gesagt, ich habe das Gefühl, auch wie gesagt, Schwarzer Ritter und Greil und seine Vergangenheit, das Medaillon, da läuft so viel im Hintergrund ab und es sind einfach so viele verschiedene Parteien, die involviert sind, dass dieser ursprüngliche Punkt, Crimea gegen Daein, eigentlich voll nach hinten geschoben wird und da jetzt einfach so viel mehr ist. Ich finde auch, dass die Story von Path of Radiance eigentlich in sich schon schlüssig ist. Also ihr müsstet keine Sorgen haben, dass Millionen Fragen offen bleiben. Aber Radiant Dawn hilft natürlich schon nach, nochmal einiges irgendwie aufzuwühlen. Auch einiges, was man vielleicht einfach hätte so stehen lassen können. Aber im Nachhinein denkt man sich dann so, oh, okay. Aber ich denke, wir kriegen hier auf jeden Fall auch noch genug Fragen beantwortet. Also da braucht ihr keine Sorge zu haben, dass wir da bis Radiant Dawn warten müssen. Nur macht das natürlich vieles nochmal ein bisschen klarer. Ich habe ein bisschen was gemacht. Tatsächlich, abgesehen davon, dass ich wie immer Items verteilt habe, ich habe zum ersten Mal eine Waffe geschmiedet, einfach weil. Ich habe ungelogen in diesem Spiel noch nie irgendwas geschmiedet, auch damals nicht. Und irgendwie hatte ich jetzt ein bisschen Geld und dachte ich mir, warum nicht? Man kann tatsächlich pro Besuch in der Basis nur eine einzelne Waffe schmieden. Das fand ich ganz witzig und da Nefene natürlich so mein Liebling ist, habe ich gedacht, warum nicht? Hätte die Waffe auch benennen können, aber da hätte sie sich abnutzen, finde ich jetzt immer so ein bisschen schade irgendwie. Und ja, da halt so ein bisschen durchgeschaut. Ich habe tatsächlich auch mal ein paar Bonus-Erfahrungspunkte verteilt. Ich habe auch noch coole Fähigkeiten.
Aber ich will eigentlich warten, bis sich die Einheiten entwickelt haben, weil die ja auch noch bei der Entwicklung, glaube ich, Fähigkeiten bekommen und ich dann einfach mal gucken möchte, wer welche Fähigkeit hat und wer wie viele Slots noch hat. Aber Talion und Vorteil sind natürlich beides sehr, sehr geile Fähigkeiten. Ich habe Bonuserfahrung verteilt. Wollte ich eigentlich erstmal nicht machen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es kann nicht schaden und besser als wenn sie vergammelt. Deswegen habe ich so, ich glaube, alle auf Level 12 oder einige auf Level 12 gebracht, plus Alia auf 10. Und ich habe... Ich möchte nicht sagen, dass ich gecheatet habe, weil das habe ich eigentlich nicht, aber ich habe, wenn du Bonuserfahrungspunkte verteilst, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass du irgendwie mindestens 3 Werte erhöht bekommst, aber ich habe es auch schon erlebt, dass gar kein Wert erhöht wird, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist halbwegs hoch zumindest, dass du halbwegs gute Wertesteigerungen bekommst, aber ich habe es, wie gesagt, schon erlebt, dass ich 5 Werte gesteigert bekommen habe oder gar keinen. Also, wie das berechnet wird, weiß ich nicht. Und ich habe tatsächlich, ich habe ja jetzt nicht so viel gelevelt. Nefene waren 2 Level, Brom war, glaube ich, 1 Level, Mia waren 2 Level, also da war jetzt nicht so viel bei. Aber ich habe immer nach jedem Level-Up gespeichert und wenn es schlecht war, habe ich einmal resettet. Das heißt, ich hatte gute Level-Ups tatsächlich. Ist das Cheaten? Nein, das ist Ausnutzen der Mechanik. Die Wii hat ja so einen schönen Reset-Knopf, ne? Von daher gesehen, da habe ich halt so ein kleines bisschen gelevelt. So, Supportgespräche. Ike und Sauron brauchen noch ein bisschen, aber Nefene und Brom haben wir. Also ich würde die beiden nicht shippen, weil ich glaube, Brom hat ja auch Familie. Aber irgendwie ist es so, ich weiß nicht, eine schöne Freundschaft zwischen den beiden, habe ich so das Gefühl, weil auch beide vom Land kommen. Dann schauen wir doch mal. Da ich Brom damals nicht dabei hatte, kenne ich die Supports übrigens auch nicht. Hallo Nefene, ist heute nicht ein wundervoller Tag? Mhm, stimmt. Ich wette, dein Dorf ist jetzt schwer beschäftigt, wo es doch auf die Erntezeit zugeht. Ja, sicher. Ich bin sicher, meine Brüder und Schwestern sind wütend auf meine Mutter, weil sie helfen müssen. Hoho, alles, was Kinder tun wollen, ist spielen. Ich weiß das. Wie viele seid ihr in der Familie, Nefene? Ich habe 2 jüngere Schwestern und 3 jüngere Brüder. Drillinge, sind gerade 6 geworden. Das ist doch zu viel für deine Mama, um allein damit zurechtzukommen. Ja, ich bin mir sicher, dass Mami ihnen jeden Tag die Leviten liest. Was ist mit dir, Brom? Meine Kinder sind ein wenig älter. Ich hoffe, sie helfen ihrer Mutter, so wie sie es sollten. Mach dir darüber keine Sorgen, Brom. Ich bin sicher, dass sie das tun. No, ich finde das voll schön zu sehen, wie viele... Also bei Brom wusste ich, dass er halt Kinder hat und eine Frau. Ich glaube, das hat er auch erwähnt. Aber dass Nefene so viele Geschwister hat, meine Güte. Aber sowas finde ich eigentlich ganz spannend. So Mia und Illyana brauchen noch ein bisschen... Alia und Mordecai genauso. Oh, Jill und Lethe. Den Support wollte ich ja unbedingt haben, den kenne ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, mit wem Lethe damals Supports hatte. Ob sie überhaupt welche bei mir hatte. Ist ja auch immer so fragwürdig, weil ich ja einfach mitgenommen habe, wen ich mochte. Und nicht danach geguckt habe, ob die jetzt Supports haben oder so. Habe ich diesmal übrigens auch nicht, ne? Das war so zweitrangig für mich. Aber ich glaube, Jill und Lethe könnte sehr interessant werden, aus bekannten Gründen. Kann ich dir helfen? Ich habe eine Frage. Wäre das in Ordnung? Das kommt ganz drauf an, was du fragen willst. Warum haben Nein, das war falsch. Warum setzen Lagus keine Waffen ein? Wir Lagus sind mit natürlichen Waffen ausgerüstet. Waffen sind etwas, das ihr wehrlosen Beok erfunden habt, um es mit unseren Klauen aufzunehmen. Wir haben dafür keine Verwendung. Ich verstehe. Das war alles, was du fragen wolltest? Nein, da gibt es noch etwas. Warum hasst ihr uns Menschen so sehr? Das ist eine gute Frage, aber ich würde deine Antwort gerne zuerst hören. Warum hasst ihr Beok und Lagus so sehr? Weil die Lagus sind unsere Feinde. Feinde? Wenn das der Fall ist, dann hassen wir euch auch. Denn wir hassen alle unsere Feinde. Dann sind wir hier wohl fertig. Warte. Sie versucht es zumindest. Das muss man ihr lassen. Ich meine, klar, wenn du von klein auf diesen Begriff Halbmenschen gelernt hast, Ike ja auch, ist es schwierig, das abzulegen, aber sie versucht es zumindest. Und ich glaube, allein, dass sie auch so ein bisschen vorsichtig war und nicht so aggressiv, ich glaube, sie bemüht sich schon. So, gut, Kevin habe ich ja nicht dabei gehabt. Ich glaube, dann war es das an Supports. Infogespräche, die sind ja auch immer ganz spannend. Komm, fang heute im Schlimmsten direkt an. Es tut mir leid für Leute, die Makalov mögen. Aber ich mag ihn einfach nicht und ich kann diese Meinung irgendwie nicht für mich behalten. Hua, der große Tempel.
Luxus und Pracht, soweit das Auge reicht. Wenn ein Halunke wie ich an einem solchen Ort Arbeit finden kann, dann hat mein Glück mich wohl doch noch nicht verlassen. Aber all dieser Prunk wird durch die gefährliche Arbeit aufgewogen. Ah, das wäre eine Möglichkeit. Ich wende meinen Ich-bin-kränklich-Trick an. Ja, ich denke, dass ich werde ihn bei einer von 5 Arbeiten anwenden. Und nun, wo ich ein festes Einkommen habe, ist es Zeit, die Gasthäuser zu besuchen, um zu sehen, wie mein Glück im Spiel steht. Guten Abend. Du hast doch nicht etwa alles gehört? Du hast laut geredet. Sehr laut. Ich hab das nicht ernst gemeint. Ich bin ein extrem gewissenhafter Mann. Ja, das bin ich. Diese Händler, mit denen du zusammen warst, du hattest Schulden bei ihnen? Woher weißt du das? Als wir die Gruppe erledigt hatten, waren auch deine Schulden erledigt. Ja, du hast recht. Das war eine enorme Hilfe. Vielen Dank. Komm schon, du wirst doch nicht ernsthaft glauben, dass die Welt so verzeihend ist. Oder wir so närrisch. Was meinst du damit? Schulden sind Schulden und davon hast du viele. Die Händler waren nicht die einzigen, bei denen du Schulden hast. Wir können uns nicht erlauben, Tag für Tag von Schuldeneintreibern verfolgt zu werden. Mein Stabsoffizier hat das Geld für dich zurückgezahlt. Das ist sehr nett von dir. Es kam aus der Kasse unserer Truppe. Du, mein Freund, hast nun Schulden bei uns. Du wirst für uns kämpfen, um die Schulden an Greit-Söldner zurückzuzahlen. Die Summe wird von deinem Sold abgezogen. Für eine lange Zeit. Es scheint, als müsstest du umsonst arbeiten, Freund. Solange du deine Schulden nicht vollständig zurückgezahlt hast, solltest du nicht einmal daran denken, die Truppe zu verlassen oder krank zu werden. Gut, ich vertraue darauf, dass du dein Bestes geben wirst. Was für ein Schlamassel. Mist. Ike kann durchgreifen. Das finde ich gut. So, Sigrun. Was machen eure Vorbereitungen? Wir sind bald soweit. Wir brechen innerhalb der nächsten Stunde auf. Eure nächste Mission führt in die Wüste Gran. Gut, dass du das so genau weißt. Ich nehme mich nicht. Ihr müsst eure Gefährten sorgfältig auswählen. Eine Wüste ist ein großes Stück Land mit sandigem Boden? So einfach ist das nicht. Bei sandigem Boden werdet ihr darunter immer feste Erde finden. In der Wüste aber könnt ihr graben, so viel ihr wollt, und ihr werdet nur Sand finden. Diejenigen, die zu Fuß oder mit dem Pferd unterwegs sind, werden Schwierigkeiten haben, sich fortzubewegen. Oh, ich bin mir sicher, dass Soren viel über diese Dinge weiß, aber... Ist etwas mit Master Soren? Ich weiß nicht, ob er sich krank fühlt oder Trübsal bläst. Seit wir in Binion angekommen sind, verhält er sich seltsam. Oh. Wie dem auch sei, es kann nicht schaden, wenn ich Informationen bekomme. Könnt ihr mir mehr erzählen? Natürlich. In der Wüste gibt es so gut wie kein Wasser, daher ist es dort sehr trocken. Nur ein paar Bäume und Gräser schaffen es dort zu wachsen. Das bedeutet, dass es keine Gehölze oder ähnliches gibt, in denen man Deckung suchen kann. Wie ich vorhin schon sagte, sind diejenigen, die zu Fuß oder zu Pferd unterwegs sind, eingeschränkt. Ihr Bewegungsradius verkürzt sich. Es gibt aber auch Einheiten, die sich sehr gut dort bewegen können. Magier, diejenigen, die Stäbe einsetzen können, und Diebe. Die sind nicht so stark eingeschränkt. Diebe sind sehr gelenkig, daher verstehe ich, dass sie mit dem Sand gut zurechtkommen. Aber Magier? Macht das Sinn? Ich kannte einmal einen Magier, der mir das erklärt hat. Er sagte, die Geister, mit denen er zusammenarbeitete, würden vor ihm fliegen und den Sand aus seinem Weg räumen. Ah ja. Andererseits, wenn ich die Quelle dieser Erklärung bedenke, bin ich nicht sicher, wie viel davon der Wahrheit entspricht. Wer war die Quelle, dieser Magier? Premierminister Sephiran. Würde er sich so einen Witz erlauben? Nun, der Premier besitzt eine Menge Humor. Ah, bitte, lasst mich in meinen Erklärungen fortfahren. Was gibt es denn noch? Es gibt weitere Einheiten, denen der Sand nichts ausmacht. Pegasus-Ritter, Wyvern-Ritter und andere fliegende Einheiten. Oh, und auch Lagus. Sie werden generell weniger stark vom Gelände beeinflusst, auch wenn sie hier langsamer sind. Ihr sagtet Lagus? Fast jeder hier nennt sie Halbmenschen. Nun, sicherlich, Björk und Lagus sind lebendige Wesen. Und jedes Leben wurde geschaffen und gleichrangig geschaffen von der Göttin. Dass es immer noch welche gibt, die Lagus im Land der Göttin verfolgen, ist beklagenswert. Kommt ihr aus einem adligen Hause? Ja, das tue ich. Man muss von adliger Geburt sein, um der Göttin dienen zu dürfen. Aber ich dachte, dass alle Adligen halbverrückte Narren sind, die die Wahrheit verneinen. Ihr scheint sehr ehrlich zu sein. Das sehe ich als Kompliment an. Oh, noch etwas.
Was denn? In der Wüste befinden sich die Überreste von mehr als nur einer verlorenen Zivilisation. Gerüchte erzählen, dass Schätze dieser Welten noch immer unentdeckt unter dem Meer des Sand verborgen sind. Und wenn einer viel Glück hat, dann stolpert er während des Kampfes vielleicht über einen dieser Schätze. Also ich mag Sigrun, ich finde, sie ist sehr, sehr sympathisch auf jeden Fall. Gerade eben ihre Einstellung. Und ja, wir wissen jetzt schon, was die nächste Mission sein wird. Die mag ich nicht. Weil ich generell keine Wüstenmission mag. Egal in welchem Spiel. Also ich finde Wüsten generell optisch nicht ansprechend. Aber ich finde sie halt in Fire Emblem immer ein bisschen schlimm, weil du halt so schlecht vorankommst. Ich meine, es gibt genug Einheiten, die gut vorankommen. Aber meistens die, die gut vorankommen sollten, weil ich sie gerne benutzen möchte, kommen nicht gut voran. Und mit den versteckten Schätzen, die man vielleicht finden kann. Und dann hast du keine Deckung und ich weiß nicht. Ich finde Wüstenmissionen unglaublich nervenstrapazierend irgendwie. Deswegen, da freue ich mich jetzt nicht unbedingt drauf, aber da müssen wir wohl durch. So, und der Diener. Ihr kommt aus dem Nordwesten von Crimea. Mein Beileid zu dem schrecklichen Unglück, welches euer Land und Volk heimgesucht hat. Und doch seid ihr gesegnet. Das Schicksal hat euch hierher gebracht, zum großen Tempel Mainal. Dem Glanz Benions, die größte aller Nationen von Tellius. Ich habe vernommen, dass er nach Norden in die Wüste Gran zieht. Dort gibt es antike Ruinen. Hier sind die Überreste einer Rasse, die man unter dem Namen Tsunanma kannte. Sind die Vorfahren unserer Zivilisation. Ich bin sicher, ihr alle werdet es genießen, in solch primitiver Umgebung die Geschichte zu spüren. Ja, das wird ein richtiger Sonntagsausflug mit Picknick. Oh ja, ein Picknick ist in der Tat nett. Doch ein Wort zur Vorsicht. Es ist in Ordnung, sich die Ruinen aus der Ferne anzuschauen. Ich rate euch dringend, Abstand zu ihnen zu halten, aus Gründen der Sicherheit. Es geht das Gerücht, dass sich im Nordwesten der Ruinen Banditen niedergelassen haben. Und ab und zu hört man Berichte, dass seltsame Gestalten über die Dünen im Nordosten wandern. Seid also alle vorsichtig. Okay. Also das Interessante ist, ich kann immer verstehen, auf was die anspielen. Aber ich glaube, als ich es damals gespielt habe, habe ich es halt nicht so realisiert. Aber nun gut, dann haben wir alles gehört, wir sind gut vorbereitet. Dann würde ich sagen, wir holen uns mal den offiziellen Auftrag ab, wo wir letztendlich hin sollen. Soren, sag mal, geht es dir gut? Hä? Du wirkst neuerdings, seit wir in Benion angekommen sind, so deprimiert. Oh, wirklich? Wie seltsam. Mir fällt aber nichts ein, was mich beschäftigen würde. Nun, wenn du das sagst. So, die Wüste wartet. Von wo aus betreten wir sie am besten? Soren? Wie? Ja, was ist denn? Hör zu, ich weiß, dass da irgendetwas ist. Es tut mir leid, ich war in Gedanken. Was wolltest du wissen? Ich wollte fragen, welche die beste Richtung für uns ist, aber das liegt länger vonnöten. Wir werden bereits erwartet. Ah. Wer seid ihr? Antwortet mir. Wir sind Söldner. Wir wurden angeheuert, um den Banditen, die in der Gegend ihr Unwesen treiben, das Handwerk zu legen. Noch mehr Hunde des Senators. Ihr bezeichnet uns als Diebe, damit ihr einen Grund habt, uns umzubringen. Aber wir lassen uns nicht so einfach besiegen. Merkt euch meine Worte gut. Der Tag wird kommen, an dem alle Sklaven frei sein werden und ihr für eure Verbrechen bestraft werdet. Wovon um alles in der Welt sprichst du? Genug der unnützen Worte. Komm, Brüder, wir werden siegen. Heiner? Die Wüste Gran. Was? Das sind Lagus? Das gefällt mir gar nicht. Lagus oder nicht, das erinnert nicht an der Tatsache, dass sie Banditen sind. Wir dürfen nicht leichtsinnig werden. Ich weiß, was ich tue. Alle Mann, passt mit dem Sand hier auf. Seid vorsichtig und kämpft gut. Also, wie gesagt, es ist alles sehr suspekt. Auch so, was die Gegner teilweise von sich geben, das wirkt halt nicht so, als würden wir wirklich gegen die kämpfen wollen. Truppen, wen kann ich denn mitnehmen? 14 Stück. Soren, Nefine, Mia, Brom bitte doch einfach gar nicht vorankommen. Mordecai, Eliana, Alia, Jill, Lethe, Stella, Oscar. Mit Sicherheit nicht. Kevin und Titania. Ja, wir können sogar alle mal mitnehmen. Oho. Nicht, dass sich jetzt alle wirklich gut bewegen können, aber hey, immerhin kann ich alle mal mitnehmen. Wie gesagt, ich finde,
Wüstenwelten in sämtlichen Spielen eigentlich immer recht uninteressant. Sei es jetzt, klar, Fire Emblem oder Paper Mario oder Zelda oder Kirby oder Pokémon. Ich weiß nicht, also ich finde die optisch einfach nicht so ansprechend. Ich meine, es gibt mit Sicherheit auch Gebiete, die ziemlich cool sind. Einfach, weil man auch mit Ruinen und so, glaube ich, viel arbeiten kann oder mit interessanten Rätseln. Also ich glaube, dungeon-technisch kann man da schon einiges raus machen. Aber irgendwie einfach auch so die Farbgebung, die Atmosphäre ist einfach nicht so unbedingt meins. Und in Fire Emblem ist es halt super nervig, weil ich meine, klar, Magier können sich gut bewegen. Also ich ging mal davon aus, die können vielleicht schweben oder so mit Magie. Heiler können sich auch bewegen, fliegende Einheiten sowieso. Nur zu Fuß oder auf dem Pferd, man ist halt sehr eingeschränkt. Und es ist irgendwie super deprimierend, wenn du zum Beispiel Brom hast, den du irgendwo reinstellen möchtest und der kann gefühlt nur einen Schritt gehen. Das ist dann immer so, ich komme, so langsam, irgendwie, vielleicht, eventuell, ah, ich bin angekommen. Also, ich weiß nicht, finde ich immer super anstrengend. Mir fällt auch spontan, in Awakening gab es auch eine Wüstenmission, die mit Tarja, die war auch nicht nett. In Fates gab es mit Sicherheit auch Wüstenmissionen, die ich größtenteils verdrängt habe. Also ist nicht so meine Lieblings-Map, aber da müssen wir durch. Was so besonders ist, was mir damals auch fast das Genick gebrochen hat, wir haben jede Menge Lagus als Gegner. Und das Problem ist so ein bisschen, die sind zwar auch eingeschränkt, wie man sieht, Radius 6, ich glaube, Leta hat ja sonst irgendwie 8 oder 9. Dementsprechend, klar, man merkt schon, dass die teilweise zumindest eingeschränkt sind. Problem ist einfach nur, die sind ja nicht verwandelt. Und solange sie nicht verwandelt sind, haben sie weniger Reichweite, glaube ich zumindest, plus schlechtere Werte. Und ich persönlich kann sehr schlecht vorhersehen, wie sich das Ganze ändert, wenn die sich verwandeln. Also das kann man mit Sicherheit berechnen, aber mir fällt das immer so ein bisschen schwer. Und deswegen muss man halt extrem darauf achten, wann die sich verwandeln, weil ansonsten denkst du dir, okay, ich bin nicht in Reichweite, die verwandeln sich und du bist eben doch in Reichweite. Also das ist ein bisschen mies. Ansonsten haben wir hier alles Mögliche. Wir haben prinzipiell alles Rebellen, aber teilweise wirklich Raben, sieht zumindest so aus, und Falken und Tiger und ähnliches. Und Muarim als Boss, der auch eine Halbbinde hatte, die ich auch liebend gerne hätte. Weil ganz ehrlich, für das bisschen Werteeinbuß, das war mit Sicherheit ein Wort, irgendwie war das ein Wort, würde ich das auch nehmen. Aber der tut schon ziemlich weh, ne, mit 29 Angriff. Aber ja, sieht ja eigentlich ganz nett aus. Ich habe mich damals nur gefragt, so der Map-Aufbau, warum ist hier oben so eine kleine Ecke? Und da brauche ich auf jeden Fall auch ein bisschen Hilfe von Jan. Es ist nämlich so, dass ja in der Wüste überall Items versteckt sind, die man, wenn man es nicht weiß, vielleicht random findet. Und soweit ich weiß, ist es so, wenn ein Dieb auf so ein Feld kommt, kriegt er auf jeden Fall das Item. Wenn irgendeine andere Einheit auf das Feld kommt, ist es vom Fähigkeits-Glückswert von irgendwas abhängig. Doch, es gibt ein Glückswert. Ich war gerade so, gibt es den überhaupt? Ja, doch. Ich meine spontan vom Fähigkeitswert, aber Glück wäre auch irgendwie logisch, aber es ist auf jeden Fall davon abhängig, die Chance. Und teilweise musst du dann vielleicht auch einfach ein paar Mal auf dem Feld stehen bleiben, bis du Glück hast. Und dafür habe ich tatsächlich auch mal eine Karte aufgemacht, weil ich das ja auswendig nicht weiß, dass ich da so ein bisschen gucken muss. Heißt, es wird eine sehr langwierige Mission, weil ich vermutlich auch Felder zählen muss. Bedeutet, wir haben zum Beispiel hier unten ein Item. Ich habe jetzt nur die englischen Namen. Sieht mir aber, glaube ich, nach irgendeiner Fähigkeit aus, die hier unten liegt. Dann haben wir hier noch eine Münze. Da haben wir ein Schwert in dem Bereich. Es sind immer mehrere Felder oftmals. Hier haben wir noch ein Buch. Hier irgendwo ist auch noch eine Münze. Hier irgendwo ist ein Stab, glaube ich. Eventuell. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen vertan. Hier oben gibt es noch Stiefel. Die sind extrem gut. Da ganz unten ist noch ein Statuenteil. Da gibt es noch ein Juwel, was man teuer verkaufen kann. Und auf einem einzelnen Feld, das ist, glaube ich, das hier. Das ist irgendwie irritierend. Auf der Karte sind hier nämlich 5 Felder, aber hier sind nur 4. Aber irgendwo hier oben gibt es halt noch eine sehr besondere Waffe. Und, was richtig mies ist, die ganzen Items sind zwar geil, klar, aber die könnte ich auch einfach links liegen lassen. Was richtig, richtig mies ist, man kann hier einen Charakter rekrutieren in der Wüste. Und dafür musst du dich auf ein
einzelnes, beschissenes, bestimmtes Feld stellen mit einem Lagus und dann kannst du die Einheit rekrutieren. Welcher normale Mensch kommt beim ersten Durchspielen blind da drauf? Jetzt kommen wahrscheinlich 20 Leute in den Kommentaren, ja, ich habe das blind rausgefunden. Da kommt niemand so auf! Gibt ja keine Anhaltspunkte dafür. Der Typ meinte zwar, irgendwie es wurde jemand im Nordosten oder so gesehen, der rumgeistert oder so in der Wüste, aber ich würde jetzt nicht speziell drauf kommen, mich mit Lethe oder Mordecai da oben irgendwo auf so ein Feld zu stellen, um irgendwen zu rekrutieren. Es ist halt echt so, warum tut man das? Ich weiß es nicht. So, ich möchte aber auf jeden Fall die Verteidigung stärkeren Einheiten. Lethe muss dann da oben hin nach vorne stellen. Auch wenn sie gegebenenfalls nicht so weit kommen. So irgendwie. Aber ja, das ist auf jeden Fall nicht so angenehm. Und da muss ich auch mal ein paar Leuten nochmal auf die Finger hauen. Dieser Charakter, den man dort rekrutieren kann, wurde so oft in den Kommentaren erwähnt, weil es immer hieß, ja, du willst hier alle Charaktere zeigen und rekrutieren. Nennen wir ihn jetzt einfach mal, keine Ahnung, Bob. Er heißt nicht so, aber nennen wir ihn so. Und es stand halt so oft in den Kommentaren, ja, du willst alle Charaktere rekrutieren, willst du Bob auch rekrutieren? Und ich denke mir so, schreib den Namen doch nicht da rein, oder? Ja, es gibt ja in der Wüste oben, da steht ja Bob rum, der ist ja richtig schwer zu rekrutieren. Das machst du übrigens so und so. Machst du das auch? Und ich denke mir so, Leute, nein, stop it. Schreib diesen Namen nicht in die Kommentare und schreib auch bitte nicht rein, wie man den bekommt. Das werden wir schon früh genug feststellen. Ich meine, ich kenne das Spiel. Und ich meine, ich bin auch jemand, ich gucke dann immer gerne auf Charakterübersichten. Und wenn ich dann feststelle, da ist irgendeine Einheit, die ich in meinem Playthrough überhaupt nicht gesehen habe, dann könnte davon ausgehen, dass ich recherchiere, wo ich die herbekomme. Deswegen, das war so ein bisschen nein, 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 erwähnt Bob nicht, lass Bob in seiner Ecke. Aber okay, so viel auf jeden Fall dazu. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal stellen wir uns der Mission. Wir müssen mal gucken, wie lange das dauert, weil Wüstenmissionen ziehen sich halt immer so ein bisschen. Kann sein, dass wir auch wieder drei Parts brauchen. Ihr wisst es wie immer besser als ich, je nachdem, wann der Part gerade kommt, ob der freitags oder samstags kommt. Das ist der Vorteil, dass ich da einfach so ein bisschen schieben kann. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie das so laufen wird. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Fire Emblem Path of Radiance. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.